Hallo zusammen zum heutigen Video. Heute geht es um eine ganz besondere Gruppe von Instrumenten, und zwar um die Blechblasinstrumente. Stellt euch mal vor, wir könnten in der Zeit zurückreisen. Einfach so, ohne alle technischen Hindernisse, und würden mit einer heutigen Trompete in die Zeiten Johann Sebastian Bachs reisen, also in etwa so um 1700 bis 1750. Wir würden ihm und vielen, vielen Trompetern der damaligen Zeit vermutlich einen riesen Gefallen tun, denn wir hätten eine chromatische Trompete dabei. Eine chromatische Trompete ist ein Instrument, auf dem man alle Töne spielen kann. Also ihr könnt euch das so ein bisschen vorstellen wie bei einem Klavier, alle schwarzen und weißen Tasten. Denn das Problem ist, so ein Instrument gab es damals noch nicht. Zur damaligen Zeit spielten die Leute auf sogenannten Natur- oder Barocktrompeten, und diese Instrumente konnten lediglich auf die Obertonreihe zurückgreifen. Was die Obertonreihe ist, das seht ihr hier. Das ist also eine relativ geringe Auswahl an Tönen. Zwischen dem C1 und dem C2 haben wir da nicht viel zur Auswahl, können also wenige Melodien spielen. Erst oberhalb vom C2 haben wir dann mehrere Töne und haben eine größere Auswahl, und einfache Melodien werden so möglich. In dieser Lage auf der Trompete zu spielen, ist aber ganz schön anstrengend. Vor genau diesem Problem standen aber die Menschen zu Zeiten Bachs und natürlich auch früher. Sie hatten keine Möglichkeit, ihr Instrument zu verändern und konnten nur auf die Obertonreihe zurückgreifen. Erst vor ungefähr 200 Jahren wurden dann unsere heutigen Ventile erfunden und wir hatten ein chromatisches Instrument. Neben Trommeln und Flöten sind Hörner die frühesten Instrumente der Menschheit. Und wenn ich von Hörnern spreche, dann meine ich wirklich Tierhörner. Auch diese Tierhörner zählen tatsächlich zu den Blechblasinstrumenten, haben aber natürlich die gleichen Nachteile wie später die Instrumente aus Metall. Sie haben lediglich die Obertonreihe zur Verfügung und können daher wenige Melodien nur spielen. Gleichzeitig ist es aber auch ein, naja, Zufall oder Glück für uns heute, denn so können wir noch auf viele Signale von damals auch zurückgreifen. Polizei, Feuerwehr, Krankenwagen zum Beispiel haben ein sehr eingängiges Signal, welches auf der Obertonreihe beruht. Auch Jäger verwenden heute noch Signale, die aus der damaligen Zeit stammten und sich dort einfach etabliert haben. Die Trompete war bereits den alten Ägyptern vor über 3500 Jahren ein Begriff und wurde als Fanfaren- und Signalinstrument eingesetzt. Auch später im europäischen Mittelalter war die Trompete ein herrschaftliches Instrument. Sie wurde zu Empfängen bei Fürstbischöfen und Herrschern am Hof gespielt, und zeitweise war es sogar verboten, dass Trompeter außerhalb dieser Höfe spielen. Gleichzeitig waren Trompeter aber auch hoch angesehene Persönlichkeiten und besser bezahlt und besser gestellt als ihre Musikerkollegen der damaligen Zeit. Das war auch zu Bachs Zeiten, also im sogenannten Barock, noch der Fall. Auch er konnte nur auf Naturtrompeten oder sogenannte Barocktrompeten zurückgreifen. Wenn ihr mal hier hinten schaut, hier seht ihr so ein Instrument. Und auf den ersten Blick bereits sieht man, das sieht ganz anders aus wie eine Trompete, die wir heute kennen. Es ist länger, die Ventile fehlen, es sieht aus wie eine Fanfare eigentlich. Die Trompete, wie wir sie heute dagegen kennen, hat sich erst ab Ende des 18. Jahrhunderts entwickelt. Wenn ihr mal guckt hier oben, so stellen wir uns eine Trompete vor. Oder vielleicht auch wie dieses Instrument hier. Das ist eine typische Trompete für uns. So, schauen wir uns diese beiden Instrumente mal an. Beides Trompeten auf den ersten Blick, auf den zweiten Blick unterscheiden sie sich aber dann ein bisschen. Sind aber tatsächlich beides ganz normale und gängige Trompeten. Auf der einen Seite hier habe ich eine Perineventil-Trompete und hier eine Drehventil-Trompete. Sehen ein bisschen anders aus, funktionieren im Prinzip aber gleich. Schauen wir uns das Ganze mal bei der Drehventil-Trompete an. Wenn ich als Trompete in dieses Instrument reinspiele, wie genau das funktioniert, erkläre ich euch gleich noch, dann fließt die Luft einmal durch das Instrument, hier oben durch das Mundrohr, durch den Stimmbogen mit seiner Wasserklappe, einmal hier durch und kommt vorne zum Schallstück wieder heraus. Sie nimmt also den direkten Weg durchs Instrument. Jetzt haben wir hier noch unsere drei Ventile. Wenn ich beispielsweise das erste Ventil drücke, wird dieser kleine Ventilzug hier dazu geschaltet. Das hat den Effekt, die Luft hat einen längeren Weg durchs Instrument und das Instrument wird somit tiefer.
lasse ich das Ventil wieder los, fließt hier keine Luft mehr durch und sie geht einfach wieder geradeaus durch. Gleiches funktioniert beim zweiten Zug und auch beim dritten Zug. Wie ihr vielleicht erkennen könnt, alle drei Züge sind unterschiedlich lang. Heißt, es passiert Unterschiedliches mit dem Ton. Schalte ich das erste Ventil hinzu, wird er um einen Ganzton tiefer. Beim zweiten lediglich um einen Halbton und das dritte Ventil, das längste, um 1,5 Töne. Mit diesen drei Ventilen ist es jetzt tatsächlich möglich, dass ich alle Töne, die zwischen den Naturtönen fehlen, auffülle und somit eine chromatische Trompete habe. Wenn ihr gerade gut aufgepasst habt, dann wisst ihr jetzt, dass dieses Problem mit den Obertönen alle Blechblasinstrumente haben. Und da ist es egal, ob ich bei der großen und tiefen Tuba anfange, bei der Posaune, dem Waldhorn, wer Musikverein spielt, kennt vielleicht Tenorhorn, Bariton, Flügelhorn oder dann bei der Trompete aufhöre. Die es übrigens auch noch in kleineren Bauformen gibt, wie der hier oben. Das ist eine sogenannte Piccolo-Trompete. Alle haben das gleiche Problem, dass sie lediglich auf die Naturtonreihe zurückgreifen können. Jetzt haben die meisten dieser Instrumente das Problem durch die Ventile gelöst, bis auf ein Instrument. Grundsätzlich haben wir noch eine weitere Möglichkeit, ein Instrument länger zu machen. Wir könnten es einfach auseinanderziehen. Und nach diesem Prinzip funktioniert die sogenannte Zugposaune. Ihr seht schon, das ist ein relativ langes Instrument. Und dieses lange Instrument kann ich einfach durch Ausziehen dieses Zuges hier vorne noch länger machen. Die Zugposaune zieht, macht damit den Weg der Luft durchs Instrument länger und der Ton wird tiefer. Wenn ihr euch jetzt fragt, alles schön und gut mit diesen Instrumenten, aber wie kriege ich eigentlich einen Ton aus diesem Instrument? Bei Blechblasinstrumenten ist es so, der Ton wird allein vom Spieler gemacht. Also der Ton ist eigentlich vom Instrumentalisten her fertig. Ihr könnt euch das so ein bisschen vorstellen wie so ein Pferd. Beide Lippen vibrieren beim Spielen aneinander. Die Luft strömt dadurch hinaus. Es entsteht eine Schwingung und durch diese Schwingung entsteht ein Ton. Ähnlich wie bei einer Saite bei Streichinstrumenten. Diese Schwingung der Lippen wird im Mundstück gebündelt und dann an die Trompete weitergeleitet. So, wir hören uns das Ganze jetzt einfach mal an. Und zwar erstmal nur die Schwingung der Lippen. Dann die Schwingung der Lippen im Mundstück. Und dann zuletzt noch, wie das Ganze tatsächlich auf der Trompete klingt. Das ist das ganze Prinzip von Blechblasinstrumenten. Und tatsächlich von allen. Die Tuba funktioniert hier wie das Waldhorn, wie die Posaune, Tenorhorn, Flügelhorn, Trompete. Sie funktionieren alle gleich. Die Lippen des Instrumentalisten schwingen und das Instrument, die Trompete, verstärkt das Ganze dann. Eins noch zum Schluss. Der Begriff Blechblasinstrument ist für viele Leute ein bisschen irreführend, weil man meint, ein Blechblasinstrument ist einfach nur ein Instrument, das aus Blech gefertigt ist. Tatsächlich geht es aber bei Blechblasinstrumenten lediglich um die Tonerzeugung, also um die schwingenden Lippen des Spielers. Und so wundert sich vielleicht der ein oder andere, dass das Alphorn tatsächlich zu den Blechblasinstrumenten gehört. Das Alphorn ist ein Instrument, welches komplett aus Holz gefertigt ist, sogar das Mundstück, aber die Tonerzeugung funktioniert durch die schwingenden Lippen des Spielers und somit ist ein Alphorn, obwohl es komplett aus Holz gefertigt ist, ein Blechblasinstrument.